Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Die Leute haben Cyborg-Hasen, so ein, was war's anders, da war noch ein Hase im Rollstuhl, schon ein bisschen abgedreht, die Charaktere. Und der Hutmacher ist ja eigentlich auch ein ziemlich komischer Typ. Ah, jetzt müssen wir also wieder zurück. So ist's recht. Ich bin schon brodeln. Flinker, meine feinfederigen Freunde, nicht nachlassen jetzt! Oh ja, das wird ein Spaß. Also genau das, was ich befürchtet habe, müssen wir jetzt hier leisten. Ich glaube, wir müssen wieder runter, oder? Bin ich da richtig informiert? Oh shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, springen wir wieder runter. Das hier war auf jeden Fall falsch. Da müssen wir nicht hin. Ah, jetzt sind wir wieder hier, aber wir müssen doch... Ja, genau dahin. So. Kommen wir da hoch? Oh, tatsächlich. Ah, und hier kommen wir dann nachher wieder zum Hutmacher. Da sieht man schon, das war ja letztes Mal auch so eine Dings wie hier. Also so eine Luke. Was kommt nochmal rein? Abführer. Nee, Müll. Naja, egal. So, jetzt hier hochspringen. Oh, das hat gar nicht geklappt. Dann hoffe ich doch mal, dass wir das hier jetzt gut hinbekommen. Nein! Ah, nicht richtig gesprungen. Ah gut, wir respawnen aber direkt hier. Von daher sollten wir das dann relativ schnell hinkriegen. Oh, oh, da jetzt schon beim ersten gescheitert. Da bin ich mal gespannt, wie lange ich hierfür brauche. Ah, shit. Ah, jetzt hat es nicht mehr geklappt. Ich hätte müssen zuerst noch aufkommen auf dem Boden, aber das habe ich nicht gemacht. Aha, jetzt haben wir es aber. So, jetzt müssen wir da durch. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, denke ich mal. Oh, das ist super einfach. Kann natürlich beides sein. Oh, ist... Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also von der Zeit her schafft man das. Ah, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Shit. Von der Zeit her schafft man das. Man muss... Ah... Man muss es nur richtig anstellen, dass man auch weit genug kommt. So. Und nochmal, sehr schön. Und jetzt hier, also jetzt müssen wir nochmal warten. Sonst geht das in die Hose hier. Komm, auf. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Oh, oh Jesus. Ey, das hier wird ja mal ein toller Kampf. Ein toller, langer Kampf. Da verfallen wir bestimmt einmal in Hysterie. Das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt hat der Kollege da uns angegriffen, aber das hat ihm nicht so viel gebracht. Jetzt machen wir erstmal das da kaputt. Oh, jetzt hat er uns aber getroffen. So, diesmal hat er uns nicht getroffen. Jetzt machen wir noch diese Fliege kaputt und jetzt ist es ja nur noch er. Das ist ja dann gar nicht mehr so schwer. Was, wen haben wir denn? Oh, da oben ist ja noch so ein Ding. Gut, dass ich anvisiert habe. Nein! Jetzt kommt da hinten auch noch so ein anderes Teil. Boah, was geht denn jetzt aber? Auf einmal wahnsinnig viel Leben verloren. Auf einem Schlag. Also das hier ist jetzt mal nicht so einfach. In letzter Zeit waren die Kämpfe ja schon relativ einfach, muss man sagen. So, zack, hier mal schön weg. So, und jetzt auf das Ding da draufhauen. Nein, mach's richtig. Aha, jetzt ist es tot. Ey, was war denn das? Ich hab den ausgewichen. Oh, das ist ja noch so ein Teil, ey. So, jetzt kommt... Oh, Mist. Bin ich ganz kaputt gegangen. Jetzt kommen von diesen Fliegeviecher schon mal keine mehr. Ja, ja, mach das nur. So. Zack. Fress Pfeffer. Du Mistvieh. Jetzt sollten wir es eigentlich schaffen. Denke ich mal. So, die erste Maske hat er verloren. Der Kollege.
Boah, die zweite verliert er einfach nicht. Ah, jetzt hat er es auch verloren. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. Shit, jetzt haben wir eine einstecken müssen. Naja, nicht so schlimm. So, komm, die letzte Maske, die kriegen wir auch noch. So, und komm jetzt endlich. Ah, es ist unsere Waffe. Ah, jetzt geht's wieder. Und zack. Damit hätten wir das. Was müssen wir jetzt machen? Also dieser Kampf war nicht mehr ganz so einfach. Wir sind dann zwar doch nicht mehr in Hysterie verfallen, aber... Naja, so einfach war er nicht. So. Und weiter geht's. Da hinten. Da ist irgendwas hochgegangen. Dann gehen wir hier weiter. Ah. Uhr, das wird jetzt eng. Wart es ja nicht aufzuhören. Rennt weiter oder ich. Na, scheinbar haben wir es aber jetzt geschafft. Wenn wir da den Fahrstuhl nehmen, sind wir dann wahrscheinlich bei ihm. Und der haut dann ab wie der andere, denke ich mir zumindest mal. Wo ist denn der Fahrstuhl? Ah, hier. Und dann müsste das Spiel ja eigentlich wieder speichern. Also als wir das letzte Mal zum Hutmacher gekommen sind, hat es ja auch gespeichert. Von daher. Oh. Na dann, Prost Mahlzeit. Achso, ist ja dann gar nicht so schwer. Boah, war das knapp. Boah, das knapp. Ja, komm, runter. Gut, dass man hier sieht, wo die Dinger kommen und wo nicht. Jetzt müssen wir, ja, da müssen wir auch noch springen. Schnell, schnell, schnell. So, und hier jetzt unten drunter durch. So wie es aussieht. So, da sind wir. Und wo? Ah. Und zack. Hier geht's nochmal weiter. Und der nächste Hebel. 20.14 Uhr, das wird eng. In einer Minute fängt der Film an. Nein, halt, das reicht jetzt. Hörtchen auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten. Jetzt sollen sie auf einmal aufhören. Ah, jetzt machen sie alles kaputt. Die Idioten. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum. Ah ja, jetzt haut er ab. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft. Dann machen wir das jetzt mal so schnell wie möglich. Wir müssen jetzt noch dahin rennen. Wo denn? Wo geht's denn jetzt hin? Ah, nee, da geht's hoch. Und dann hier längs, oder? Hoffentlich bin ich richtig. Ja, da hinten ist er. Der Mongo. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir da hochkommen sollen. Ah, das macht Sinn. So, und zack, jetzt bekommt er seine Beine. Ah, nee, die Beine, die da gelaufen sind, sind die vom Hutmacher natürlich. Aber ich war schon wieder so doof. Das waren natürlich nicht die Beine vom diesem Cyborg-Hasen, sondern vom Hutmacher. So, und das war's jetzt erstmal wieder mit Let's Play Alice Madness Returns. Bis zum nächsten Mal. Achso, das da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich noch anschauen. Okay, dann machen wir das noch. Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch, oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das in deinem Auge starrt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder, wundere mich. Wie man Regeln misst, mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht.
Okay, der Hutmacher ist also wieder komplett. Und wird euch jetzt hoffentlich aufhelfen. Und das war's jetzt wirklich mal wieder mit Let's Play Alice Madness Returns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.